Ja, herzlich willkommen zum nächsten Work-In mit Schulsportwelten. Heute wieder mit Detlef und mir. Wir haben uns heute überlegt, dass wir gerne was mit Bällen machen würden, nachdem wir letzte Woche Handtücher benutzt haben. Und da wir zwischendurch auch Pässe hin und her spielen, ist ganz wichtig, dass wir jetzt sowohl unsere Hände als auch die Bälle, die wir benutzen, desinfizieren. Und Detlef und ich müssen natürlich trotzdem die ganze Zeit Abstand halten. Genau, das sind so die Richtlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes gerade und des Deutschen Handballbunds, an die wir uns natürlich auch halten. Genau, wir haben hier schon mal alle Bälle, die wir benutzen wollen, bereitgelegt. Und desinfizieren die mal. Ja, die Auswahl der Bälle ist eigentlich völlig willkürlich. Wir haben jetzt zum Basketball, Handball, Fußball haben wir dabei, unterschiedliche Größen, Gewichte. Das spielt keine Rolle. Das, was Genau. ihr zu Hause habt. Hände auch nochmal. Genau. Genau, wir machen jetzt relativ viele Partnerübungen. Genau, wenn ihr das mit einem Familienmitglied macht, mit Schwester oder Bruder, dann ist das natürlich nicht so wichtig. Aber ansonsten, genau, Abstandsregel einhalten und desinfizieren, ganz wichtig. Genau. Stimmt, ist wie aufgebaut, ein Warm-up. Dann gibt es einen Hauptteil. Sieht diesmal folgendermaßen aus. Wir haben hier so eine Bahn, die wir nutzen. Wir wollen uns dabei ein bisschen bewegen. Das Warm-up. Wir haben unterschiedliche Bälle. Ein, Ich habe jetzt mal einen Handball genommen. genau, hier im Basketball. Und wir fangen an. Wir werden in diese Richtung arbeiten und zurück werden wir uns immer ein wenig ausruhen. Okay, erste Übung ist, wir kreisen den Ball um die Hüfte. Leichtes Joggen ist dabei angesagt, ganz easy, ganz locker. Zack, genau. Dann gehen wir zurück. Und wenn wir eben rechts um die Hüfte gekreist haben, machen wir das jetzt links herum. Cool. Wie gesagt, das kann man mit unterschiedlichen Bällen machen. Wenn ihr keinen Basketball habt, nehmt ihr einen Volleyball, wie auch immer. Jetzt wollen wir uns ein bisschen wollen ein bisschen in die Knie gehen. Das heißt, mit jedem Schritt wird der Ball hier durchgesetzt. Und wer das hinkriegt, machen wir es relativ schnell. Dann machen wir das. Zack. Jawohl. Zack. Auch das wollen wir zweimal machen. Zweimal vorwärts. Versucht wirklich die Beine auf der Erde zu lassen, die Füße nicht anheben. Und noch einmal vorwärts, auf geht's, hopp. Die achten. So, das Gleiche, nur rückwärts dabei. Jetzt. Und noch ein zweites Mal rückwärts. Cool. Als nächstes haben wir uns überlegt, dass wir jetzt mal den Ball von hinten über unseren Kopf nach vorne spielen und vorne auffangen. Genau, testet das mal ein bisschen. Auch hier wieder zwei Bahnen. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt werfen wir den Ball nach hinten. Wir versuchen ihn dort zu fangen. Das wird mit Sicherheit auch bei uns nicht jedes Mal gelingen. Also hochwerfen, vorbei und fangen. Zack. Oh, das muss Zufall gewesen sein. Als wir es geübt haben, haben wir es manches Mal den Ball fallen lassen. Auch wieder zwei Bahnen. Oh, läuft. Für die nächste Bahn prellen wir den Ball einfach ein paar Mal auf den Boden,
Erstmal mit der rechten Hand, dann ein paar Mal mit der linken Hand. Genau. Ruhig zweimal rechts, ne? Mach mal. Und ja. Dann zweimal links und dann im Wechsel. Ja, ja, ne? Okay, wunderbar. Zack. So, jetzt wird die Hand gewechselt. Nochmal die linke Hand. Wir wissen, es gibt immer eine gute und eine schlechtere Hand, aber wir versuchen schon beide immer zu nutzen. So, jetzt einen direkten Wechsel rechts und links. Ihr werdet auch nachher in den anderen Übungen sehen, dass wir mit beiden Händen arbeiten wollen. Und noch eine. Zack. Okay, für die letzte Warm-up-Übung werfen wir den Ball noch mal hoch und fangen ihn dann selbst und das Ganze auch im Vorwärtslaufen. Gerne auch ein kleiner Sprung dabei. Versucht ihn noch mal, wer es hinkriegt, in der Luft zu fangen. Noch eine Bahn. Okay, das soll es mit dem Warm-up gewesen sein. Jetzt kommen wir zu den Partnerübungen. Mal kurz was trinken. Ja, gleich mal trinken, genau. Wer wollt. Kurze Pause. Wir werden mit dem Basketball anfangen. Ihr seht, hier ist unsere Bahn. Der Abstand ist gegeben, wenn wir uns das dem Ball zuwerfen wollen. Wir werden Seitgalopp machen. Das heißt, für mich in der ersten Bahn ist es so, dass ich meine rechte Schulter vorne habe. Für mich ist dann die linke Schulter. Genau. Und nach beim Zurückgehen werden wir die Seiten wechseln, sodass ich dann meine linke vorne habe. Okay, wir fangen ganz einfach an mit dem Druckpass. Auch das machen wir ruhig zweimal. Und dann wechseln wir die Seiten. Okay, hopp. Okay. Genau, jetzt wechseln wir die Seiten beim Zurückkommen, auch mit Abstand natürlich. Genau, gucken wir, was gut hinkriegen. Und dann gleiche Übung. Noch einmal. Und hopp. So, wir wechseln das Sportgerät. Wir nehmen jetzt einen kleineren Ball. Wir laufen nach vorne und werden sogenannte Handgelenkspässe machen. Ne? Wir drehen das Handgelenk und werfen den so zu. Zack. Noch zweimal auf der Seite. Fangen gerne immer noch mit zwei Händen, das ist völlig genau. Legitim. Dann okay. Wechseln wir wieder die Seiten, genau. So dass wir jetzt auch immer mit der anderen Hand noch mal spielen. Guck mal, eine weniger gute Hand links im Grunde. Zack. Okay, wir bleiben auf den Seiten. Jetzt wollen wir den Ball hinterm Rücken dem Partner zupassen. Also so rum, auch wieder in der Bewegung. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen und los geht's. Hopp. Hoppa. Das ist auch meine schwächere Hand. Ja, jawohl, super, klappt. Zweimal darf ich noch mit meiner guten Hand das machen.
Okay, und hopp. Jawohl, haben wir. So, okay. Wechseln. Okay, mit der linken Seite. Hopp. Okay. Zweite Bahn. Tipptopp. Auch könnten bleiben, ne? Nee, wir können auf der Seite bleiben, genau. Dann nehmen wir jetzt den Ball in beide Hände über dem Kopf und passen. Wir machen wieder den Seitgalopp, den wir eben schon hatten, die Sidesteps, und spielen währenddessen über dem Kopf. Wir machen die erste Bahn, machen wir das Ganze mal einmal mit dem Handball, und der zweiten Bahn wechseln wir das Gerät, nehmen wir mal den Basketball. Okay, da oben. Oh, hopp. Achso, ja, nein, stimmt. Habe ich vergessen. Ich dachte, zurück ist auslaufen. Genau, zurück ist mal auslaufen. Okay, jetzt warte, jetzt den anderen Ball nehmen wir. Genau, gleiche Übung. So, und die Schultern bleiben noch vorne. So, jetzt wird die Seite gewechselt. Diesmal fangen wir mit dem Basketball an. Oh, jo. Hopp. So, jetzt kommt der Handball. Gleiche Übung noch einmal. Übung und Überkopf. Jawohl. Für die nächste Übung spielen wir Bodenpässe, so wie eben. Genau. Wir machen das so, dass wir ruhig auf ihr wie eben das Gerät dann wechseln. Ne? Genau, erstmal wieder ein Handball, dann wechseln wir gleich wieder zum Basketball. So, jetzt könnt ihr mal auch die Hand wechseln gerne. Das war eben, also ich habe es rechts gemacht. Ja, ich jetzt auch. Kommt der genau. Okay, super. Die Seite wechseln. Ball wechseln. Genau. Dann nehmen wir jetzt noch mal einen Basketball für die Übung. Wenn der Ball halt ein bisschen größer ist, geht es auch mit zwei Händen, das ist egal. Das muss man nicht nur mit einer Hand machen. So, jetzt wollen wir einhändig fangen. Seitgalopp machen wir es. Ich werde jetzt mit der rechten Hand fangen. Du auch mit der rechten Hand, ja. Rechts, rechts, ganz locker rüber. Seitgalopp von unten, ganz locker. Passt denn? Hopp. Mit Gefühl. Genau. Jetzt machen wir das mit der linken Hand. Okay. Gleiche Übung nochmal. Nur ein anderes Sportgerät nehmen wir. Bleiben auf der Seite. Einfach. Wollen wir Seiten nochmal tauschen? Können wir gerne machen, klar. Jetzt auch noch nicht. Genau. So, und rechte Hand. Rechts fangen, rechts werfen, genau, guck mal. Muss der Partner natürlich auch in Wurfrichtung oder in Laufrichtung passen, das ist nicht ganz so einfach. Okay, linke Hand, auf geht's, hopp. Oh, ab. Kurz. Genau. Das gleiche machen wir jetzt über Kopf nochmal. Ne? Also mit der rechten Hand fange ich an. Genau, das ist dann natürlich mit dem Handball um einiges leichter, weil man den Basketball mit einer Hand einfach nicht so gut greifen kann. Linke Hand. Hoppala. Okay. Gleiche Übung nochmal, nur wir wechseln die Seiten, andere Schulter ist vorne. Bleiben. Überkopf. Ich fange mit rechts an. Hopp. Jetzt kommt die für mich schwächere Seite.
links. Opa. Oh, hoppala. Ja. Okay. Gut. Wie gesagt, das kann man auch mit dem Tennisball machen, wie auch immer. Da sind dann eure Fantasie und eurem Schwierigkeitsgrad keine Grenzen gesetzt. So, den ersten Block habt ihr erstmal mit uns geschafft, mit einem Ball. Jetzt gehen wir kurz einen Schluck trinken und dann machen wir gleich mit zwei Bällen weiter. Genau, wunderbar. Auch hier werden wir versuchen, die Bälle wieder zu wechseln. Das heißt, dass wir mal mit zwei Handbällen arbeiten, mal mit zwei Basketbällen. Okay, so, dann, wir fangen mit zwei Basketbällen an. Wir sind wieder im Seitgalopp, das was wir eben auch gemacht haben. Ein Ball ist ein direkter Pass. Ich werde jetzt hier immer direkt drüber werfen. Und der andere ist ein Bodenpass. Genau. Das, was wir eben zwischendurch auch schon gemacht haben. Genau. Jetzt einfach parallel mit zwei Bällen. Genau. Okay, und. Okay. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, dass immer ich die Bodenpässe gespielt habe. Jetzt spielt Detlef immer die Bodenpässe. Okay. Okay. Und wenn man das noch ein bisschen schwieriger machen möchte, dann können wir auch sagen, der helle orangene Ball ist immer der, der den Bodenpass spielt. Und der andere Basketball ist der, der immer oben ist, sodass wir uns immer abwechseln müssen und ein bisschen konzentrieren müssen, dass wir die Bälle nicht gegeneinander spielen. Also genau. Das hier ist der Bodenpassball. Was? Jawohl. Und der bleibt immer in der Luft. Okay, gut. Oh, genau. Das war nicht abgesprochen. Das haben wir spontan gemacht gerade. Musste mich auch sehr konzentrieren, was Leonie jetzt wollte. Aber cool, komm noch mal. Jetzt umgekehrt, der in der Luft und der im Boden. Alles klar. Okay, hopp. Sauber. So, wir wechseln die Seiten nochmal, weil ich hatte zweimal die linke Seite vorne. Jetzt fangen wir wieder einfach an, ne? Ich fange an mit dem Bodenpass, du drüben den direkten Pass. Ja. Okay. Okay. Dann spiele jetzt ich die Bodenpässe. Und. So, jetzt wieder der schwierige Teil, ne? Ja. Der hier wird wieder der Bodenpassball. Und das ist der direkt drüber geht. Okay. Okay. Oh, jawohl. Es klappt ganz gut, aber man muss sich wirklich konzentrieren. Definitiv. Wechseln? Ja, jetzt das heißt? Ist das hier der Bodenpassball. Ja, okay, das ist der bleibt Ball. In der Luft. Okay. Irgendwie nehmen wir hier auch so ein bisschen Geschwindigkeit auf, wird ein bisschen dynamischer, aber. Aber wie gesagt, man kann es auch gerne im Gehen machen, wenn es zu schwierig ist und man nur Bälle sucht und weil die nicht fangen kann. Aber es ist ja in eurem Ermessen. Für die nächste Übung haben wir jetzt beide immer noch einen Ball und beide gehen diesmal direkt. Also das heißt, es gibt keinen Bodenpassball, aber einer geht direkt ein bisschen höher. Genau. Und der andere geht direkt einfach straff rüber, sodass die beiden Bälle sich nicht treffen. Leonie wird ein bisschen höher werfen, ich werde drunter durchwerfen. Auf geht's. Und. Jetzt wechseln wir das, ne? Genau. Okay. Dann wechseln wir nochmal die Seiten. Super. Dann spiele ich jetzt wieder hoch. Nicht direkt. Oh! Das passiert, wenn man sich nicht konzentriert, wenn man sagt, oh, es läuft und dann schleichen sich Fehler ein. So, das machen wir nochmal. Ne? Also, was musste ich machen? Weißt du das noch? Ich glaube, ich musste oben. Okay. Und du musst direkt. Ich muss direkt. Okay, auf geht's. Hopp. Oh, Gott sei Dank. Geht doch noch.
Ja, ich glaube, das, was Leni gerade noch mal so spontan eingeflochten hat, dass der eine Ball mal oben, nee, immer oben ist, ja, und der andere unten. Genau, ja, dass der eine Ball immer oben ist, weil dann müssen wir immer die Sachen abwechselnd machen. Genau. Dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Komm, wir versuchen das einfach mal, ne? Okay. Okay, deiner ist, der Ball ist oben und der ist hier unten. Ich bin gespannt. Okay, auf jetzt. Haha, läuft! Läuft! Kann kein Zufall sein. Sieht wahrscheinlich viel einfacher aus, als es ist. Ja. Okay, dann haben wir, so einen kleinen Spickzettel gemacht. Und zwar rechts zu links, genau, zwei Bälle, zwei unterschiedliche Bälle, also Basketball, aber unterschiedliche Größe. Mit meiner rechten Hand von unten passe ich zu ihr. In meine linke Hand. Sodass also dieser Ball immer auf dieser Seite bleibt. Genau. Und der Ball bleibt immer auf dieser Seite, also in meiner rechten und Wir machen es am Stand einmal. Zack. So, und dabei bewegen wir uns in diese Richtung. Wollen wir mal loslegen? Ja. Und. Genau. Okay, versucht dann wirklich, das ist ja, weil ihr mit einem Partner arbeiten wollt, dass ihr wirklich auch nicht zu schnell werft und wenn er vielleicht auch nicht gefangen hat oder sowas, dann müsst ihr euch so ein bisschen einspielen. Noch einmal. Hoppala, jawohl. Dann nochmal Seitenwechsel. Machen wir noch zwei Durchgänge. Ich hab den okay. Vorsichtig. Alles gut? Ja. Auf das Hütchen getreten. Das machen wir nochmal. So, okay. Und. Jawohl. Jetzt passt das. So, das Gleiche. Wollte man über Kopf machen, aber ich glaube, da haben wir gesagt, wir nehmen die etwas kleineren Bälle. Ne? Kann man die besser fangen, weil es ja einhändig ist. Mit dem man nicht so gut greifen kann. Ja, genau. Nehmen wir lieber die Handbälle. Genau, okay. Über Kopf, so und. Jawohl, danke. Noch einmal gleiche Bahn. Oh. Ja, okay, so und. Jawohl, gepasst. Seitenwechsel? Ja. Okay, ich hab den da und hopp. Ihr seht, die Übungen werden immer ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, wirklich über Kopf muss dabei gefangen werden. Ich muss gucken, wo meine Partnerin ist, damit ich da entsprechend hinpassen kann. Ich muss fangen, ich habe meine schlechte Hand dabei, die vielleicht nicht so gut fangen kann und passen kann. Also von daher, ja, es ist anspruchsvoller. Auf geht's. Einen machen wir noch. Jawohl, hoppa. Jawohl. Bei der nächsten Übung versuchen wir mal jetzt die letzten beiden zu kombinieren. Das heißt, wir haben die eine Seite oben, also ich meinen linken Arm, Detlef seinen rechten und auf der anderen Seite unten. So, wir wollen stehen mal. Genau, parallel. Auf der einen Seite oben die Pässe und auf der anderen Seite unten. Das ist im Stand schon schwierig, ne? Gucken wir mal, was in der Bewegung hingeht. Ich bin unten bis oben, okay, auf geht's, hopp. Jawohl, oh, hervorragend. Okay, gleich noch einmal. Dann gleiche Seite, bleibt über dem, wir können wechseln. Seite. Ne? Das heißt, hier unten, da oben, okay, und hopp. Jawohl. Jetzt kommt der Seitenwechsel, ne? Ja. Okay. Rechts oben? Okay, okay, hopp. Entschuldigung. So groß bin ich nicht. So, jetzt muss ich hier links oben und rechts unten haben, ne? Und. Gerade gerettet. Ja, das war der zweite Block mit
jeweils immer zwei gleichen Bällen, richtig? Ich habe glaube ich nichts vergessen. Genau. Ne? Kurze Pause. Wieder einen Schluck trinken. Genau. Und dann kommt der dritte und letzte Block. Genau. Anstatt des Abdehnens heute hat Leonie noch eine Challenge vorbereitet. Da bin ich ja mal gespannt nachher und wie gut ihr das macht. Also ich bin da komplett raus gewesen, ich habe das gar nicht hingekriegt. Aber lasst euch überraschen, bleibt dran. Nach dem dritten Satz zeige ich euch die. So, okay. Ein Ball wird geprellt, dann nehmen wir jetzt die Basketbälle. Wir bleiben jetzt erstmal stehen. Die und Handbälle haben, können an die Seite. Hier vielleicht in der Mitte. Genau. Wir prellen, ein Ball wird geprellt. Wir können mit der guten Hand anfangen und der andere mit einem, der Fußball hier zum Partner gespielt. Okay, auf geht's. Ja, jawohl. Oh. Jawohl. So, mal die Hand wechseln auch, die linke Hand prellen. Jawohl, gut. Super, also das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Ihr seht selber, dass wir auch ein bisschen rumstehen, sag ich mal. Ne? Aber wie gesagt, es macht trotzdem einen Heidenspaß. Jetzt haben wir noch eine anspruchsvolle Aufgabe. Oh. Muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, ist jetzt ein bisschen gemein zum Schluss. Genau, wir haben zwei Bälle, also jeder hat einen Ball. Es fehlt nur mal so ein Basketball, ne? Oder ist nee, das. Achso, ein Handball ist weg. Ah, da hinten ist Handball. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja. Ah ja, genau, okay. Können das auch mit Basketballen. Genau, also ich würde mal anfangen. Ich werfe dann gleich meinen Ball hoch, kriege dann von Detlef den Ball, spiele ihm den zurück und fange dann meinen eigenen Ball wieder. Also ich zeige euch das einmal kurz, wie das aussehen soll. Genau, das war jetzt schon ein bisschen knapp. Ich mache das jetzt ein paar Mal hintereinander. Genau. Kann man sich selber natürlich auch ein bisschen fordern, je nachdem, wie hoch man den Ball spielt, den man wieder auffangen muss. Und einen noch. Jawohl, super. Ast rein. Und jetzt wechseln wir nochmal die Rollen. Oh, Kamera aus. Okay, ich muss hochwerfen. Genau, genau. Okay. Ja, ihr seht, ich werfe den Ball viel, viel höher als Leonie. Weil ich auch nicht failen möchte. Was? Reden dabei. Okay, nochmal. Ja, ein paar gute. Danke. Okay, gut. Ja, das könnt ihr auch ein bisschen trainieren. Da merkt man ganz schnell, dass man besser wird, wenn man diesen Rhythmus drin hat. Ich glaube, dass man da so eine Drehung reinbringen kann, wie auch immer, oder auf einem Bein. Ne? Also da ist auch wieder eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ne? Definitiv nicht. Ja. So, jetzt nehmen wir nochmal zwei unterschiedliche Bälle. Also ich lege mal den weg, dann nehmen wir den Handball. Und dann spielen wir auch jetzt das, was wir eben nochmal gemacht haben, spielen wir nochmal in der Gasse lang. Genau, ich würde sagen, den Basketball spielen wir unten. Und wir können erstmal mit beiden unten anfangen, vielleicht. Okay. Wir steigern uns dann nochmal. Ne? Genau, okay. Unterschiedliche Bälle fliegen unterschiedlich. Ihr seht, das ist schon ein ganz anderes Handling jetzt auf einmal. Jawohl. Auch dann mal ruhig die Hände wechseln dabei. Ne? Hopp, hopp. Wechseln wir nochmal die Seiten. Genau, ja. Kommt hier eine rechte. Wechsel auch die Hand nochmal hier. Oh. Mhm. Oh. Okay. So, das Gleiche können wir die auch oben machen. Jetzt wird es schwierig, weil wir jetzt einen großen Ball dabei haben. Ne? Beide oben? Beide oben, denke ich mal. Ne? Okay. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Und tipptopp.
Jawohl, klasse. Jetzt wechseln wir die Hand. Und ui. Entschuldigung. Oh. Jawohl. Die Seite wechseln. Aber da muss man auch ein gutes Gefühl dafür entwickeln, weil den Handball wirft man ja einfach anders als den Basketball. Ne? Also und der ist viel leichter. Ja, ja, genau. Ja. Aber da könnt ihr auch kleine Medizinbälle nehmen, wenn ihr wollt. Ne? So, okay. Oben, auf geht's. Hopp. Oh, Entschuldigung. Jawohl. Boah. Sonst muss man beim Basketball schummeln und mit beiden Händen fangen. Ja, genau. So, wechseln die Hand. Ja. Und ja. Hopp. Oh, oh, Entschuldigung. Jawohl. Cool. Eigentlich müssten wir jetzt. Jetzt eine Hand oben und eine unten. Genau. Das genau, versuchen genau. wir nochmal. Oha. Nehmen wir die nach unten ja, mit genau, dem Basketball. Genau, okay, hopp. Ja, jawohl. So, jetzt kommt der Basketball nach oben. Aha. Oha, oha. Okay, hopp. Tipptopp. Seite wechseln. Basketball erst wieder unten, oder? Ja. Und hoppa. Jawohl. Gut. Und eine Runde haben wir noch offen, glaube ich, ne? Genau. Basketball oben. Und okay, hopp. Oh, Entschuldigung. Jawohl. Oh, Glück gehabt. Okay. Ja. Das war's mit unseren Pässen, Passübungen für heute. Und wie Detlef eben schon angekündigt hat, habe ich jetzt noch eine kleine Challenge für euch. Und zwar hole ich dafür mal 3 Klopapierrollen, die ich mitgebracht habe. Die habt ihr bestimmt alle zu Hause. So, und die Idee ist jetzt, dass ihr auf einem Bein so weit runtergehen sollt, dass eure Nasenspitze das oberste Klopapier berührt. Also, so, genau, oh, jetzt habe ich es einmal aus, muss ich sagen. Geschafft. Dann kann man das wegpacken und kann es versuchen mit der nächsten Klopapierrolle. Das wird jetzt auch für mich schwierig. Oh. Jawohl, sehr cool, ja. Sehr cool. Und dann, ich glaube, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Probiert einfach mal aus, wie weit ihr da runterkommt. Vielleicht schafft ihr es ja sogar mit nur einer Klopapierrolle oder sogar auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, ob das anatomisch überhaupt geht. Ja, aber nur einen Platz hinlegen. Dann genau, wir sind gespannt, ob ihr das schafft. Genau. Und dann in der nächsten Woche gibt es eine nächste Challenge für euch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Jawohl, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.